In der letzten Folge sind wir in diverse Gruben gefallen, wurden aufgelesen von einem netten Mann namens Hector, der auch aus Groß-Ostheim kommt, und sind jetzt mit einer Zauberbrückenformel über die besagte Grube rüber und sind jetzt hier und wissen nicht, was hier ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Uns wurde ja schon von einem Tempel erzählt. Und das sieht doch sehr danach aus. Ich habe gerade den Bienenzauber einmal benutzt. Ja, schön. Der Gegner war aber da schon erledigt. Deswegen hat er gerade seine Explosion angegriffen, was ich auch ganz schön fand. Naja, dann musst du gleich nochmal richtig benutzen. Geht's hier bei einem raus? Neuen Gegner. Ich habe nur 16, die würde ich am liebsten, also wirklich so ein Bossgegner, der mit nichts rechnet. Not the bees! Finde ich auch gut, Mats. Würde ich ganz dir überlassen. Aber guck mal, das ist auch hier wieder, dass nur der Wind durch die Gegend weht, finde ich super. Ja. Dieses Spiel benutzt seine Musik sehr pointiert. Und am liebsten mag ich es, wenn es dann dieses. Ja, wenn die kleine Geige. Das finde ich einfach sehr lustig. Hast du gerade Geige gesagt? Ja, ja. Ich bin nicht da gut. Da zupft jemand auf seiner Geige. Aber sehr schnell. So, komm, den machen wir noch. Die beiden. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen in der Philosophie drin, von wegen lieber ein paar Gegner zu viel als zu wenig. Ja, weil Nektar. EP-technisch wird uns das, glaube ich, auch ganz gut tun. Das Ding ist, wir sind ja auch ganz gut aufgepowert dadurch, dass wir auf dem Marktplatz uns diverse Items geholt haben. Jetzt ausgerechnet nicht das, was das Schwert verbessert, aber aus irgendeinem Grund hat sich Mats halt gesagt, jetzt macht er mal das Schwert. Ja, ich habe das Gefühl, die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher. Aber naja, aber das kannst du ja sehen. Mehr. Ja, ich weiß, aber hier geht es auch viel um Gefühl. Jetzt lass doch mal die Spinnen, Mats, okay. Machst du es jetzt alleine, soll ich gehen? Und da hältst du dich jetzt mit dir selbst. Das ist so gut. Ach du lieber Gott, was ist das denn? Oh, Musik. Ein bisschen gruselig sogar, oder? Ja. Tja. Okay. Wir sind an einem neuen Ort. Und das ist, wie du dir denken kannst, schon das, was uns gesagt wurde, der Colossia-Tempel. Ja. Hier sind so Ratten unterwegs, und zwar mit 180. Und Blobs. Ich find diese Feuer an den Säulen, das sieht super aus. Und dass sich das sogar ein bisschen spiegelt auf dem Boden, das ist absurd. Din, 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 din. Thomas erreicht Level 7. Schöne sehr Musik. Gut. So, da geht's. Oh Gott. So, mal sehen, ob die Ratten hier einfach nur Ratten heißen. Ja. Natürlich. Kleiner, gefräßiger Nager, nur schwer zu erwischen. Okay. Haben aber nur 20 Leben. Ja, ja, aber wenn man sie erwischt, machen sie auch Plotsch. Was war das denn? Das ist die Musik. So, ich würde erstmal noch gar nicht groß in den Spieleberater schauen, was das angeht. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um hier. Sondern wir versuchen es erstmal so zu machen. Kaputt. Okay, Zauberbrücken. Maybe. Ah, fast hätten die Stacheln uns zermalmt. Die Stacheln hätten uns zermalmt? Glück gehabt. Weißt du, wie Stacheln funktionieren? Naja, wenn er so zwischen die Stacheln kommt. Ja, das stimmt. Statt auf den Stacheln. Okay, also bin ich gerade ganz zufrieden, dass wir doch ein paar mehr Zauber. Achso, den Blobs. Wie heißt der Schleim? Wie heißt der Blobs? Schleim? Bio-Schleim. Na, ist kein Dingster-Schleim. So, giftige Säure, die durch die Gegend wabbelt. Das ist ja eine schöne Beschreibung. Ist akkurat, würde ich sagen. So. Cookie. Sieh mal einer, guck. Trau mal einer, schau. Gehst du weg? Ist verrückt. Schade, dass die hier nicht runterfallen können. Das fehlt noch. Ja, das ist. Okay, sehr gut. Oh, Rakete. Wie bist du denn hierher gekommen? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Freund. Möchtest du die Spielchen speichern? Ja, sehr gern. Ja, klar. Ich bin extra hier hingekommen, um zu speichern. Kann ich mich jetzt hier noch ausruhen? Auf Wiedersehen. Nee, okay. Du hast genug Nektar. Noch Nektar. Ist die Frage, ach du meinst das da drin, ne? Ach so, da gab's. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, alles gut. Was hast du dich denn gefragt? Nee, woher ich weiß, wo die Brücken erscheinen, so, aber die erscheint direkt extra, da an genau. Dem lang. Ja, verstehe. 21. Level Design. Level Design, this is working. Jetzt, ich krieg sie. Oh, hey, wirklich, ihr kriegt. Ich sag mal, was ist denn mit dem Nektar los? Ich mag aber sehr, dass, wenn du so eine Zauberbrücke machst, dass die so stufenweise erscheint. Ja, auch da, ne? Animation und so. Zwei Tropfen. Du hast genug Nektar. Habe ich da eine Tür gehört? Okay, so. Komisches Gesicht aktiviert. Die guten Gesichtsknöpfe auf dem Boden. Wer kennt sie nicht?
aktivieren offensichtlich Türen. Müssen wir die mal im Auge behalten. Da geht's nach links. Ja, wurde auch angedeutet durchs Licht. Habe ich nicht gesehen, aber... Also das finde ich ganz witzig. Das ist ja tatsächlich so ein richtiger Tempel. Richtiger Dungeon. Ja, so ein Dungeon. Die machen auch gar nichts, die Ratten. Nee, ich glaube, die zubbeln... Also ich weiß gar nicht, ob die... Doch, die greifen bestimmt auf irgendeine Art an. Ich bin zu gut für die. Oder sie sind vor allem Atmosphäre. Aber der Bioschleim, der kommt schon straight auf dich zu. Der weiß halt nicht so richtig. Der sieht schon gefährlich aus. Ha! Okay, das ist ja so Labyrinth, ne? Ja, so ein bisschen. Ich bin auch sehr gespannt, wie wir das jetzt meistern werden. Schwefel gefunden? Oh, ist das eine Sackgasse? Ja, ich glaube. Kann ich hier durch? Nee. Also ich komme hier auch gar nicht zum Abgrund. Ein bisschen lauter sprechen, Mats. Ich habe das. Entschuldigung, ich bin gerade wieder... Die Befürchtung, dass das sonst verloren geht. Sehr... Ja, es war auch nichts Wichtiges. Überraschung. Hier war ich schon. Ich bin nur gerade schon so ein bisschen im Rausfindmodus und versuche mir so ein bisschen zu merken, wo wir herkommen. Ja. Aber wie gesagt, zur Not haben wir ja eine Map. Oh. Und das Gute ist, dass die Gegner auch nicht so richtig viel Schaden machen. Da bin ich auch ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Weil wir halt so gut gelernt sind. Ja, ich glaube wirklich. Und so viele Items haben. Wir haben die Armor Ultra. Die wichtige Dings da, die macht, was macht die? Die ja, 3% hat die gemacht oder sowas, ne? Nee, ich glaub, da haben wir nicht geguckt. Der Jadereif hat irgendwie 2% Ausweichchance gemacht. Oder aber Trefferchance. 2% ist ja... Ja, also, ne? Gar nicht schlecht. Besser halt nix. Sehr gut. So, die Frage ist auch hier, komme ich nicht hoch? Ich merke aber, dass das... Oh, das ist ja gemein. Okay. Da war so ein Slot, in dem du vorbei konntest. Okay, das könnte ein bisschen anstrengend werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich. Also mit Mann meine ich mich. 16. Aber finde ich eigentlich ganz schöne Einführung für das Feature, dass du erst draußen auf diese Brücken stößt, wo du einfach runterfallen kannst und das ist dann nicht schlimm, weil du wieder aufwachst bei Hector, der dir dann das beschreibt und dir den Zauber gibt. Und danach ist es eins der Features des nächsten Tempels. Genau. Ist eigentlich ganz, ganz schöner Klassiker. Ja, funktioniert ja auch. Also Lass mal den ganzen Dungeon abwarten, aber ja, das an und stimmt. Es könnte auch anstrengend werden. Ja, das weiß ich halt noch nicht. Ich habe hier tatsächlich nicht so viele Erinnerungen an den Dungeon selbst. Ich kann mich immer sehr gut an die Bosse erinnern. Die haben optisch immer einen Eindruck hinterlassen. Aber ich kann hier auch gar keine Brücke auswählen, tatsächlich. Okay, also kann man hier runterfallen. Und es gibt aber nur bei den Markierungen tatsächlich die Möglichkeit, da auch eine Brücke erscheinen zu lassen. Okay. Wär jetzt auch meine Schätzung. Verstehe ich. Dass man wirklich darauf achten muss, wo es diese Buttons gibt oder was auch immer es sein sollen. Ja, diese Bodentafel. Ja, ja, genau. So, dann frage ich mich nur gerade, aber ich glaube, hier lang ging es nicht weiter. Ich finde, es hat auch ein bisschen was so Dungeons and Dragons-artiges, wenn man sich so langsam vortasten muss und dann gibt es ja ganz oft dieses, dass du einen Charakter brauchst, der sehr gute Perception hat, also so Auffassungsgabe, um dann Fallen oder halt sowas zu erkennen. Oder man muss irgendwie was zaubern, um eine Illusion zu verschwinden zu lassen oder so. Ach, das war schon, ach komm. Vor allem, wenn es dann hier noch so dunkel ist und du nur dieses Licht durch die Fackeln hast. Das ist echt ganz geschickt gemacht, ne? Also schön aus einfach, ja. So, und hier bin ich ja hergekommen, ne? Also im Sinne von, hier waren wir schon. Ja. Oder auch nicht. Oh Gott. Soll ich mal? Na, warte. Hier ist dieses Mittelteil. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt hin muss. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Tür aufgemacht gemacht habe. Oh, das ist ja auch gemein hier. Da. Ich würde dich aber gerne mal zu einer bestimmten Stelle führen. Ja. Also da, wo du bist, genau. Ah, okay. Also bevor du jetzt hier weitergehst. Ja. Weil das ist ja einfach eine Brücke, oder? Ja. Das ist eine Brücke. Würde ich nochmal woanders hin. Oh boy. So, wie viel macht das jetzt? 102. Okay. Und zwar nochmal hier nach ganz unten. Soweit es geht, damit wir auf die linke Seite des gesamten Tempels kommen. Also nicht hier lang. Genau, ja, weiter nach unten. Ganz unten geht es hier rum, genau. Ja, ach, da ist irgendwo was, wo man durch eine Wand kann oder sowas? Ja. Ein Geheimgang, den ich gerade sehe. Also ich weiß nicht genau, wo der Geheimgang ist, aber er müsste hier irgendwo links sein. Wow.
Das ist gemein. Aber auch cool. Aber cool, ja, wenn man sowas. Sowas gibt's in. Sogar in Mario. Holy shit! RPG. Ja, genau, steht hier auch nicht beschrieben, wie man da jetzt durchkommt, aber. Aber ich sehe ja gar nicht mehr, ob ich mich bewege. Also ich kann ja links gehen. Jetzt nach oben oder so? Aber warum nach oben? Da sind wir ja gekommen. Ich geh jetzt mal nach unten. Und wieder nach rechts. Also es ist oben. Wenn du jetzt nochmal nach oben gehst. Nee, hier häng ich fest. Oh Gott. Hier ist wirklich fest. Also, okay. So nach links, und dann gehen wir nach links. Ich renne mal ein bisschen. So, und jetzt nach oben. Ah. Ja. Da ist zumindest etwas, Mats. Nee. Ja, aber ich kann, also ich kann nicht nach oben. Links, rechts und so? Nee, jetzt gehe ich mal links an der Wand lang. Nee. Dann versuch mal wieder zurückzukommen. Da. Ja. Genau, hier kommen wir wieder zurück, ne? Nee, hier kommen wir rüber. Ah, hier kommen wir durch. Ja, perfekt. Ich sage ein Armreif. Elfenstaub. Na toll. Ist das alles? Also ist das der Weg, wo wir hinwollen eigentlich? Nee, nee, das war jetzt nur das Geheimnis. Nee, ich meine, aber, also da, genau, das war das Geheimnis, was du mir jetzt, weil ich dachte, ich komme jetzt irgendwie nach rechts, nach da. Nee, das ist ja einfach nur, obwohl. Okay. Ja, stimmt. Vielleicht geht's da auch noch hin. Aber. Du hast vollkommen recht. Weil sonst wüsste ich auch nicht, wie man da hinkommt. Nach unten komme ich hier gerade nicht. Kann schon sein, dass da irgendwo ein Weg ist. Ich habe jetzt gar nicht das als nicht als, erreichbar ach so, okay. erkannt. Ja, ich habe es jetzt auch in den Kopf. Ich kann hier aber auch gerade wieder nicht runter. Ich glaube, man kommt auch nicht andersrum da lang. Es sei denn, man kann irgendwie noch durch eine andere Wand, aber finde ich auf jeden Fall schön, dass ein Teil unseres Gameplays einfach nur so ein schwarzer Bildschirm. Ich sehe, ja, ich weiß, ich komme jetzt auch gerade nicht wieder zurück. Jetzt, ich musste laufen, kann das sein? What? Oh, vielleicht war da irgend so eine abschüssige Rampe oder sowas. Strudel. Strudel. Nee, hier komme ich aber auch nicht hin jetzt gerade. Aber hier komme ich wieder raus, dann bin ich ganz froh, dass ich... Aber, Ja, weil da noch dieses ja, Item ja, ja, ist, ja, ja, ja. Nee, das war von nicht. Hier... Hier einfach links durch oder so, geht nicht, ne? Nee. Aber vielleicht hier unten? Nee. Also, sie haben hier auch nur das ganz links als Geheimraum bezeichnet, deswegen... Aber vielleicht kommt man da irgendwie von oben oder von unten? Ich meine, ich weiß nicht, ob da jetzt... Da kann das man das weiß hier ich kaputt nicht. Machen das hier? Weiß ich einfach nicht. Nee. Na gut. Willst du es nochmal probieren? Naja, nee, eigentlich nicht. Ich laufe noch einmal ganz kurz. Aber das bringt hier wirklich nichts. Naja, vor allem... Nee, hier oben ist es ja auch nicht markiert. Also es ja, kann... Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass mir irgendwie nach... Vielleicht fällt man auch mal oder so. Ja. Aber ich würde sagen, geh jetzt mal zur Brücke. Also möglich ist, dass man irgendwie laufen muss. Damit oder wir mal weiterkommen hier. Ach, die Leute haben für Secrets bezahlt. Ich wollte gerade sagen, Secrets gehen immer. Sind von oben gekommen, ne? Ich wollte mich gar nicht beschweren. Und immerhin haben wir Elfenstaub gefunden. Ja, haben wir den schon mal benutzt für irgendwas? Fuck. Ich muss erstmal wieder gucken, was Elfenstaub. Ja, ja, deswegen wäre meine Theorie zu sagen, nein. Warte mal, wir sind von hier gekommen. Mach ihn kaputt. Ach so, macht für kurze Zeit unverwundbar. Ah, den haben wir noch nie benutzt. Glaube nicht. Ich glaube. Können wir aber mal. Können wir dann mal machen. Ja, okay. Sehr schön. Haben wir Elfenstaub? Okay, tschüss. Oh, geht dann auch wieder weg? Ah, guck mal, jetzt kann ich hier wahrscheinlich dann. Aber das machen wir direkt. Oh, interessant. Nee, erstmal kann ich. Na, er will. Erstmal den Satyr? Nee, er möchte nicht. Ah. Man benutzt das auch auf die Elemente und nicht auf die Brücken. Das fällt mir jetzt erst so auf. Ist auch so schön. Naja, doch, wenn du einen Berater hast, dann kommst du komplett ohne den Zauber hier lang. Zeigt er dir die Brücken so richtig? Na, mein Berater nicht, nee. Ich meine, wenn du so, einen hättest, der dir das anzeigt. Menschlichen Berater. Nee, aber es gibt ja sicherlich Maps, wo das hier eingezeichnet ist. Aber dann brauchst du es ja nicht. Dann müsstest du ja Hector nie kennenlernen. Das fände ich irgendwie lustig. Nee, stimmt, ne? Eigentlich. Also wahrscheinlich schon, weil du sollst ihm ja dann die zwei Steine bringen, aber... Stimmt. Ja, aber klar, eigentlich kannst du ja dann... Guck mal da oben rechts.
so, ob das so ein Dings gewesen ist. Weil das so komisch markiert ist. Ja, ja. Ich mag sehr, dass man klopfen kann. Naja, dann nicht. Klopf, klopf, klopf. Aber auch nur bei den seitlichen, seitlichen, der Hund gähnt. Oh, der Hund gähnt, ist ja super. Kein Bock mehr. Aua. Jawohl. Oh. Da ist wieder so eine Gesichtsschalter. Links. Stimmt, ja. Das so. Ist gegen Schleims kämpfst. Naja, aber kein Spiel ohne Schleim. Ja, es ist nur so komisch. Ich finde, die Satyre passen schon ganz gut in den Tempel. Ja, gut, der Schleim. Ich verstehe, was du meinst. Achso, da geht's da lang. Ich dachte gerade, jetzt müssen wir offiziell einen Geheimgang suchen. Da geht's wahrscheinlich dann zurück irgendwie. Oh, da ist nochmal ein Brückenschalter. Also rechts hier. Ja, aber da komme ich jetzt, glaube ich, noch nicht hin. Glaube ich auch nicht. Aber wir machen ja gleich hier den Schalter. Genau. Da gibt's nichts. Jetzt verdächtigst du hinter jeder Wand. Ja, aber das sind die besten Geheimtüren sind immer die man auch wirklich selber findet. Das stimmt. Es sei denn, man findet vorher einmal heilen, bitte. Hinweise, wo sie sind. Yay. Wup. Ah, diese ganzen Totenkörper, ey. Naja, die, also... Ach, komm schon. Das ist ganz schön Damage. Hättest du mal was, was man werfen kann? Ja, aber das Ding ist, Tom, wir können uns nicht immer nur auf einen Speer verlassen. Hey. Das ist so. Sag sowas nicht. Nee. Das akzeptiere ich nicht. Ach, scheiß drauf. Ich nehme jetzt den Knochendings. Knochenknüffel. Aber ich will hier nicht die ganze Zeit aufgeladen mit so einem Wurfding durch die Gegend laufen. Da macht warum er tatsächlich... Nicht? Nein, weil das ist nicht mein Stil. Das war also... Vor zwei Folgen war das noch sehr dein Stil. Ja, da haben wir den Speer aber auch gerade erst bekommen. Ja, stell dir mal vor, wir kriegen einen neuen Speer. Ja, das wäre gut. Oh, ist das befriedigend, Mats. Du spürst es auch, ne? Ja. Was haben wir jetzt aufgemacht? Weiß ich nicht. Irgendwas. Na ja, komm, ja. Irgendwas hat sich getan. Gucken, ob hier bestimmt was aufgegangen ist, vermute ich. Ach, ich dachte, der von oben kommt auch noch. Hier ist nix. Nee. Man möchte sie wieder in eine Reihe bringen. Ach, Hundi. Unfähig. Ach, guck mal, hier ist jetzt... Nee. Da ist die Brücke. Wir müssen ja irgendwie hier nach... Ist hier was aufgegangen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Hier war zu vorher. Weil jetzt kommen ja, wir genau, an den Brückenschalter hier. Der hier. Ach, und jetzt müssen jetzt wir da wieder darüber und... Okay. Ja, es jagt einen ein bisschen hin und her hier. Jetzt all Metroid. Aber man kommt voran. Ja. Also man weiß, wo es ungefähr lang geht. Laufe ich hier in die... Ja, laufe ich in die Sackgasse. Ach, komm! Ach, der war schon aus dem Bildschirm raus. Oh. Ach, die machen auch Damage, ey. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt nicht hier unsere... Ja. Ich stell's mir lieber nicht vor. Doch. Kack. Schön wär's. Aber war hier nicht gerade die Brücke? Oh, war das eine Geräusch gerade? Oh, ist die zeitbasiert? Oh, es ist ein zeitbasiertes Ding. Ja, dann darfst du natürlich hier nicht rumkämpfen. Nee. Ach, sowas liebe ich ja gar nicht. Dann, warte mal, wo ist die? Hier ist die aufgegangen, ne? Genau, ich glaube hier in der Mitte. Ja. Also, hier lang. Obwohl, warte mal, du hast doch Speer. Ach, meinst du, den treffe ich? Kannst du hier, weil man sieht den Schalter hier durch. Oh. Wenn das geht, will ich nichts mehr über den Speer hören. Nee, warte mal, wenn ich noch einen Gegner dabei erwische. Mist, hast du jetzt nur nicht Ach, vielleicht habe ich nicht... Ja, ich möchte auch zumindest das nochmal ausprobiert haben. Hund? Ich meine, es wäre eigentlich... Wieso ist der Hund da, wo er ist? Obwohl, das... Naja, immer was getroffen. Ach, schade. Also, hier hoch. Dann ist es die auch hier ganz nach oben. Schade, dass das nicht geht. Es wäre so ein befriedigender Trick, den man dann selbst rausgefunden hat. Ja. Okay, dann wird es wirklich die Herausforderung, nicht hier so oft getroffen zu werden, weil die respawnen ja instant. Und los geht's. Go. Schneller, Mats. Schneller. Ja. Okay, okay. Nicht wieder auf die Sackgasse reingefallen, sehr gut. Sehr gut. Weiter. Und, ja. Oh, fast runtergefallen. Jetzt darf sie nur nicht verschwinden, während wir drauf sind. Nee, Moment, jetzt sind wir einfach nur wieder hier unten, oder nicht? Nee, ich glaube, das ist... Hier bist du doch vorher runtergefallen an der einen Stelle. Ja, das kann sein. Was bringt uns das denn? Hä?
Moment, haben wir oben irgendwas? Wir haben noch die eine... Wir haben den Gesichtsschalter da gemacht. Ja. Ach, vielleicht hat der was im Haupt... Ja. ...gemacht. Hier hat er nichts gemacht. Oh, it was all a trap. Ja, aber jetzt sind wir doch einfach nur da, wo wir vorher waren. In der Tat. Ja, dann geh nochmal zurück zur Haupthalle, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Der Speer ist halt langsamer im, im Angriff. Aber was wollen wir eigentlich? Was haben wir denn hier vor? Weiß nicht. Es wird sich schon irgendwie erschließen. Es wäre halt schön, wenn mir das Spiel irgendwas geben würde. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's ja nichts weiter, ne? Nee. Na oben gut. Die Sachen haben wir uns ja schon angeguckt. Hier geht's gar nicht weiter. Ach, hier ist gar nicht offen. What? Ah, hier, wir wollen in die Mitte. Getroffen, aber ich schätze, ich brauche einen anderen Speer. Oh, what? Hä? Okay, also es gibt einen Speer, mit dem das geht. Also müssen wir hier erstmal ein Item finden, oder was? Was zum Teufel? Also dann geht's ja nur nach links, oder geht's hier lang? Hier geht's doch rechts, unten weiter geht's. What? Oh. Kampf. Bienen-Time. Phyto. Bienen-Time. Und zwar, ist es der Minotaurus? Das ist kein Boss. Das ist kein Boss? 18. Das ist kein Boss. Natürlich ist das ein Boss. Natürlich ist das ein Boss. Das ist ein Minotaurus, kein Boss. Sag ich jetzt einfach. Der kann hier Spezialdinger-Attacken. 188 Schaden. Da kommt auch Bossmusik. Das ist ein Zwischenboss. Das ist auf jeden Fall. Weißt du, wie der Gegner heißt? Minotaurus. Nein. Minitaurus. Ach, Minitaurus. Okay, das ist schon ziemlich gut. I appreciate. Minitaurus ist ein super Name. Die würde ich gerne langsamer machen. Bäm. Ich mach uns beide mal schneller, dass er uns nicht so viel trifft. Ah ja. Schönes Standbild gerade von deinem Hund gewesen. Hi. Ah, das ist schon nicht ohne. Oh. Ja. Alter, hat gerade 60 oder so Schaden gemacht. Oder er hat ihn besiegt. Ja. Yay. Ich habe alles im Griff gehabt, Hundi. Er hatte offensichtlich nicht so viel XP. Ist natürlich, dass das jetzt auch noch wieder aufgefüllt wurde, ne? Ah, jedes Mal. Boop. Das war ja ein komisches Geräusch. So, und jetzt ist Wasser aufgegangen. Sehr schön, Mats. You did it. Das ist eine sehr schöne Höhle übrigens. Ja, ne? Ist hier gar nichts mehr. Ist hier nur der eine Kampf gewesen. Ich glaube. Na gut. Vielleicht aber ist jetzt dann bei der anderen Stelle hier die Tür aufgegangen. Ja. Also wir haben... Nee. Aber hier sind die... Warte mal, muss hier nicht was an? Nee, hier muss nichts an sein. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass hier links noch was ist. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Stimmt, weil wir nur in dem oberen waren. Ja, hier ist ja auch so ein Gesicht. Okay. Machen wir das hoch. Oh, das ist ja gemein. Ach so. Das ist ein Gefängnis. Aber ich kann doch hier nicht drauf treten. Jetzt kann ich hier rein. Oh, das ist... Ja, okay, das ist so ein Reihenfolgeding. Ich habe genug Flügel. Wenn du hier wahrscheinlich raus und nochmal reingehst, könntest du auch auf die anderen kommen. Ja, ja. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht. Das machen wir. Ist aber ganz cool. Das ist eine... Lustig. Man kann hier die Durchgänge nicht so richtig sehen, finde ich. Man muss ein bisschen ausprobieren. Was meinst du? Na, dass es da durchgeht, sehe ich nicht, dass es mir irgendwie gezeigt wird, sondern es einfach weil nur... Weil da Licht rauskommt? Ja. Also das soll symbolisieren. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert mit dem... Ach doch, jetzt hier. Okay. Genau, weil vorher waren wir noch ganz links. Ja. Ich bin mit dem Speer also nur als Wurfgeschoss. Ich habe genug Nektar. Goddammit. Okay. Konnten das eine nicht und das andere nicht. Und was ist... Ist hier überhaupt was? Nee. Da ist... Sieht zumindest aus, als wäre da nix. Nee. Aber man weiß es nicht. Aber man weicht schon so ein paar Mal aus, also... Dreimal Schwefel. Ach, schön. Also sicher, dass da nichts ist? Doch, da ist doch bestimmt was. Und ist das in dem Zwischenraum oder so? Hier? Weiß nicht, ist das nicht einfach eine Wand? Na, aber... Keine Ahnung. Also eigentlich müsste... Ich habe jetzt einmal so und einmal so gemacht... Bin ich denn als erstes? Ich glaube, jetzt bin ich hier auf die 2 und dann auf die 3. Achso, also 3, 2, 1 mal machen oder was? Ja.
vielleicht. Nee. Nee. Ich dachte wirklich von links nach rechts. Ich glaube, habe ich schon gemacht. Dann tut's mir leid. Von links nach rechts? Ja, weil du bist... genau. Jetzt das zweite und jetzt das dritte. Weil das ja vorher sich zugemacht hat. Ja, genau. Ah, ja, ja, verstehe. Oh. What? Ach, das ist eine Tür. Du, das meine ich. Es ja, ist einfach okay. Nicht so richtig. Ja, da gebe ich dir recht. Oh, blaue Blobs. Blaue Blobs? Oh Gott. Wie heißen die? Soll ich da drauf gehen? Dann breche ich doch ein, oder? In der Tat. Oh, man muss rennen. Wo kommst du denn jetzt wieder raus? Oh, shit. Alter, was ist das für eine Statue? Aber die Musik. Diese, Katakomben. Diese blauen Schleims heißen übrigens nicht mehr Bio-Schleim, das ist jetzt, sondern ja? Sabberblob. Das ist eine völlig andere Spezies. Das ist was komplett anderes. Schleimologisch betrachtet, ja. Vollkommen unterschiedliche Wesen. Ghostbuster betrachtet. Es ist nur, wie komme ich hier jetzt raus? Das ist die Frage. Oder du gehst hier einfach rechts lang. Ja. Oder auch nicht. Jetzt ist Aufgang, weil alle was. Gegner... Ach ja, stimmt, das ist einfach ein Gegner-Ding. Das ist immer die simpelste Variante. Einfach alle Gegner töten. Naja, immerhin. Und jetzt geht das wieder zu, okay? Verstehe. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Ja. Falls jetzt das Ding überhaupt wieder da ist. Ja, ja doch. Das ist good game. Geil. Okay. Oh, ich hätte vorher aufladen sollen. Der Hund. Oh no. Oh, holy shit. Gerade so geklappt, Mats. Naja, der Hund. Der Hund, ja, der Hund ist gerade gelevelt. Der ist schön darüber geflogen. Das ist meine Frage, ob ich jetzt hier nach oben möchte. Ich glaube, wa? Geh mal hier ein Stück nach oben. Ja, guck mal sowas. Guck dich Stück für Stück um. Da kann ich wahrscheinlich runterfallen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wer weiß, was hier überall ist. Hier geht's nett weiter. Naja, wir sind ja primär auf der Suche nach dem Speer. Nach einem neuen. Den man ja offensichtlich dann auch direkt werfen kann? Fragezeichen? Nee, also weiß ich nicht. Ich glaube, seine Funktion ist dann nur irgendwie anders, dass er damit interagieren kann. Ich glaube, naja, das ist ein bisschen Blödsinn. Aber dadurch, dass er das geworfen hat und gesagt hat, shit, war das schlau? Nee, es war nicht schlau. Ah, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Aber haben nochmal ein Gesicht aktiviert. Das werte ich jetzt einfach mal als was Gutes. Noch ein Gesicht. Ja, Level up. Holy fuck. Das eins hast du jetzt nicht aktiviert. Ja, aber jetzt ist das Ding wieder aufgegangen. Ja, aber jetzt aktivier doch das eine Gesicht noch. Ich will nur wissen, was hier passiert. Okay, hier sind wir im Kreis gegangen. Weil es kann ja sein, dass man... Jetzt ist irgendwo schon wieder eins ausgegangen, glaube ich. Das ist, ja. Man hört es. Was? Man hört doch gar nichts. Doch, da ist doch so ein Brrr. Das ist, ich glaube, das ist einfach Teil des Hintergrundgeräuschs. Okay, aber dann hat uns das gerade noch nicht so viel gebracht. Dann fehlt weil uns das ist wahrscheinlich ja ein Gesicht. Kein Ding wieder aufgeploppt. Aber, also, wir sind doch jetzt da oben noch gar nicht lang, oder? Wenn du jetzt hier links und hoch gehst? Nee, wenn das ein Durchgang ist, dann nicht. Genau. Es sieht aus wie ein Durchgang. Ja. So ein Fahrstuhl. Oh, das soll ein Fahrstuhl sein. Ja, geil, jetzt sind wir wieder hier. Na, vielleicht hat das mit den Gesichtern jetzt nochmal irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da unten uns alles angeguckt hatten. Deswegen, ich glaube, wir müssen da wieder hin. Guck dich erstmal hier nochmal um, weil rechts, geh mal nach ganz rechts. Weil da war die eine Tür noch nicht auf. Beim letzten Mal. Ja. Ja, jetzt ist hier nämlich auch. Ah, okay. So. Es ist ein durchaus verwirrender. Ja, aber also. Geht doch schon noch irgendwie. Ja, geht schon noch irgendwie? Zu zweit. Hey, wo bin ich? Wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Ach, schön, wie sie platzen. Da ist ein Sabberblob. Ja, ich rechne die ganze Zeit damit, dass irgendwas passiert. Was meinst du? Irgendwas Schlimmes. Ach so. Verstehe ich nicht. Ah, nochmal eine Brücke. Also das hier ist ja gerade sehr linear. Ja.
Hier hätte man jetzt, glaube ich, gar nicht groß anders gehen können. Ja, mir ist halt das Ziel ist so ein bisschen. Aber klar, der irgendwo muss hier irgendwo ein Item sein. Genau, ein Speer zu kriegen sein muss. Das ist quasi so ein bisschen wie der große Schlüssel gerade, den wir suchen. Weil das ja so zentral eine Tür öffnet. Oh, das ist doch schon wieder laufen hier. Oh ja, wahrscheinlich, hast du recht. Aber da ich nicht weiß, wo die Tür. Oh, ja, das war schon. Das ist auch gemein hier, so eine sehr enge Stelle mit drei Gegnern. Vielleicht hätte man sie auch nicht beeilen müssen. Aber ich hab's getan. Ja, vielleicht hätte man es auch nicht machen müssen. Es war aber auch für mich ein Beweis, dass ich es schaffen kann. Hätte es ein Zeitlimit gehabt, hättest du es bestimmt auch geschafft. So. Da liegt was. Das einsammeln? Ich habe genug Nektar. Das, was ein bisschen schade ist, dass wenn man merkt, man hat genug Nektar, dass man das nicht einsetzen kann, weil jetzt ist es direkt weg. Ach so, damit man es danach noch aufhebt? Ja, das stimmt. Ist ein bisschen. Das stimmt. Aber wir sollten auch eher Magie benutzen zum Heilen, damit die ein bisschen mit, ne? Mhm. Eigentlich. Dann kannst du mal genau nur den Hund heilen. Da kommt wieder ein Sabberblob angewackelt. Oh Gott. Echt viele Gegner hier drin. Hier kann man vielleicht dann auch gut leveln, falls es mal nötig sein wird. Ja. Aber da gehe ich jetzt natürlich nicht von aus. Obwohl es auch ein bisschen nervig ist, gegen die Viecher zu leveln. Ja. Okay, weil da ist noch eine können schon Tür ein bisschen und was. Hier ist... Sehr schön, Mats. Das war, I made a mistake! Kann man einfach selber aber so rübergehen können. Aber man das weiß stimmt, dafür ist das gar nicht gebraucht. Man weiß es nicht. Naja. Huch. Das finde ich jetzt zum Beispiel gerade eigenartig texturiert bei der Treppe. Das sieht aus wie ein Vorsprung. Kommst stimmt, du da jetzt noch hoch? Kommst du noch hoch? Ja. Musik hier. Vor allem, weil man ja irgendwo in den Katakomben ist und überall so Skelette und solche Viecher. Bam! Sind wir einmal im Kreis gelaufen, oder wie? Ja, hier geht's aber richtig. Ich glaube, du kannst noch links gucken. Das sieht so aus, als wäre da was. Ja, genau, hier ist ja einfach nur was Größeres hier, ne? Oh. Was ist das denn? Oh, Magier? Der hält ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. Hat jetzt auf jeden Fall schon 500 HP ausgehalten. Ja. Das ist auch mein Lieblingsgeräusch, weil es auch nicht so aufdringlich ist. Ach, komm schon. Okay. Du hast ja auch 500 Schaden gerade gemacht. Bronze, ich glaube, aber der hat, guck mal, hat jetzt meinen, glaube ich, nur ersetzt. Kann das sein? Nee, ich glaube, er hält den halt gerade hoch. Du musst, glaube ich, noch auswechseln. Nee, der ist schon. Weil ich glaube, der hat den einfach ersetzt, weil sonst könnte ich ja... Nee, jetzt kann ich auch nicht mehr werfen. Check mal. Tatsächlich. Der Speer 20. ist noch hier. Okay. Ich meine, der ist jetzt 10 besser und den will ich natürlich jetzt auch werfen können. Wahrscheinlich wird er dann... Ja, den musst du bestimmt dann einmal aufleveln, aber vielleicht wirft er ihn automatisch an der Stelle. Ja. Das ist ja eigenartig gewesen mit dem einzelnen Mage hier. Ja, was war so ein Special Mage? Das ist das, was wir mal kritisiert hatten, wenn dann einfach normale Gegner einfach mehr HP bekommen. Ja, aber an dem war ja gerade nichts, außer die HP anders. Ja, das stimmt. Und hier kann ich gar nichts weiter machen? Ja, ist eigenartig. Ich finde, das sieht ja auch manchmal texturmäßig so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Ja, auch ein bisschen kaputt irgendwie, ne? Ja, genau, als wäre es so ein bisschen kaputt. Okay, aber hier kann ich nichts machen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Dann nehme ich das hin und müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen, oder was? Jo, guck mal. Ach nee, ich denke immer, das soll was andeuten, aber ist ja Quatsch. Weil das ist doch eigentlich jetzt, ich habe das Item, hier benutze ich es jetzt mal. Das kann ich mir jetzt tatsächlich aber auch nicht irgendwie so richtig vorstellen. Ja, ich glaube, du musst zurücklaufen. Ja, bisher war es halt nicht so, aber ich wüsste jetzt nicht, was du hier anders machen sollst, Mats. Und wärst du jetzt schon gelaufen, wären wir schon längst wieder da. Das stimmt nicht. Ich finde das, also das ist halt sehr merkwürdig, dass ich hier rein kann. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass du, wenn du dann oben durchgehst, da ist irgendwas, womit man abkürzen kann. Vielleicht haben wir nicht gefunden, aber hier... Sieht gerade nicht da raus. Und irgendwie hier, Dings geht auch nicht. Was? Ach so, nee. Na gut, okay, aber wir haben jetzt unseren Speer. Genau, wir haben den Speer und damit kommen wir jetzt in der Mitte des zentralen Raumes weiter. Und was dort dann passiert in diesem zentralen Raum, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Vermutlich wieder irgendwas mit viel Gewalt.
Könnte was mit Gewalt zu tun haben, könnte was mit Arena zu tun haben, vielleicht auch ja. mit einem Gegner, einem bestimmten. Das stimmt. Mal gucken. Wir müssen erstmal jetzt hier leveln, bis wir den Speer wieder werfen können. So. Weil der hat halt fucking. Nein, ich glaube, dass das automatisch passiert. Nein, nein, ich meine, ich weiß, aber also, ich möchte gerne den Speer werfen. Würdest du es gerne können. Ja, aber wir, genau, so. das machen wir mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das machen wir mal? Okay. Also mit dem Leveln und so. Oh Gott. Also, tschüss, will ich damit sagen. Ja, nee, habt ihr nicht gehört. Spaß gemacht.